mal anhalten. Ja. Weil unser... Hä, hey, die sind doch gleich, oder nicht? Ah, das ist ein Wagen mehr, okay. Ja, macht nix. Lass mal so. Ja, warum denn nicht? Aber dann lassen wir dem mal ein bisschen Vorsprung. Weil der beschleunigt da einiges besser raus. Ach, das ist ja auch noch die schnelle. Ah, das ist ja auch noch die schnelle Dampflok. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Müssen wir da gleich nochmal umrüsten. Welche war es denn? Die, glaube ich, gell? Ja. Müssen wir gleich nochmal umrüsten. Das ist doch aber... Ach so, dann habe ich bei den Gütern die langsame und sonst die schnelle. Ah, okay. Okay. Fuck, nimmt er die alle auf? 74, ja, nicht ganz. Fahren wir dem langsamen Zug mal kurz mit. Hätte der da noch abgebremst, mal so dumm gefragt? Weil wir waren ziemlich dicht. Schon am Signal, der war immer noch 25 km/h schnell. Hm, komisch. Na, da müssen wir auf jeden Fall die stärkere Lokomotive hinhängen. Ja, genau, da kommt nämlich unser Gegenzug schon. Der, oh, puff. Ja, der ist deutlich schneller unterwegs. Also... Ja, um es nochmal drauf anzusprechen. Wir sind jetzt bei 100 km/h. Hoch, runter, runter. Also, das gleicht eher einer Achterbahnfahrt. Ja, aber kein Übergang. Bahnübergang. So, dann gehen wir schnell ins Depot. Denn da wartet auch schon die schnellere. Welche ist denn die hier? Wartet da schon auf ihren Einsatz? Der 19 Meter ist die Lok lang. Entfernen wir die mal und setzen die da hinten an. Müssen wir so machen. Oh je. So, Linie zuweisen. Der pinken. Und ihm setzen wir dann noch
ein Wagen hinten dran. Wie viele warten denn da bitte noch? Nochmal 10. Auf der anderen Seite 50. Was haben wir denn hier für Wägen? Okay, die langsame plus zu wenig Kapazität. Auch mal schnell ins Depot, denn da wartet noch ein Wagen. Der hier. Da wartet noch ein Wagen auf dich. So. Pinke. Ja, das passt etwa. Und wie gesagt, den hier müssen wir dann auch mal gleich nochmal reinschicken. Über dem noch ein Wagen hinten dran. Was ich auch noch schnell gucken wollte, hier die Produktion, okay, liegt so bei 200 und hier auch so bei 200, wunderbar. Ja, du hast jetzt schon Passagiere aufgenommen. Bleiben 10 Stück stehen, ja, das darf natürlich nicht sein. Das darf natürlich nicht sein, ja. Wir müssen immer darauf achten, dass alle mitkommen. Haben wir eigentlich hier ein neues Einzugsgebiet? Ja, tatsächlich. Der kriegt nicht alle. Müssen wir hier die Busverbindung ein bisschen umbauen. Weil du fährst es nämlich erst dahin. Und dann, da müssen wir die Seite wechseln. Bulldozer. Dann fährst du mir dahin. Und dann fährst du mir noch dahin. So. Und dann müssen wir noch ein paar Busse kaufen. Die fahren 35, 10 Passagiere, 11. Ja, kaufen wir mal. Linie zuweisen, Linie 3. Jetzt gucken wir da drüben mal noch schnell, ob sich hier was getan hat. Da ist eigentlich alles bedient. Da könnten wir vielleicht auch nochmal zwei von diesen hier kaufen. Und sagen Linie 2. Das ist auch ein Wohngebiet. Na, das ist eher nicht, aber
Linie 1,70. Hältst du schon rein? Mist. Dann fahren wir einfach mal mit, dass wir das auch nicht verpassen. Fahren wir mal so mit. Hier die Bäume auch cool platziert. Ist natürlich auch schön gelöst hier. Hätte man natürlich auch anders machen können. Was ich ja schon komisch finde, dass hier die Signale extrem spät erst auf grün umschalten. Ja, ich kann auch gern nochmal ganz am Ende ein zusammenfassendes Video machen mit Verbesserungsvorschlägen, mit noch bestehenden Verbesserungsvorschlägen. Ja. Also ich weiß nicht, ob das nur mir so ist, weil ich werde mir auf jeden Fall noch bei anderen Leuten dieses Pre-Game angucken. So, wenn der mal drin ist, machen wir mal kurz Pause. Gut. Dann lösche ich mal die Lok. Was hat die? Oh, die wiegt ja auch einiges mehr. Dann nehmen wir einfach mal die und hängt da noch. Anstatt 18, 19, dann 100.000 pro Jahr mehr. Ja, wir hängen da einfach noch einen dran. So, Linie zuweisen, Linie 1. Dann müsstest du jetzt eigentlich eine Kapazität von 72, okay? Schauen wir mal kurz die Beschleunigung an. Die ist auf jeden Fall, würde ich sagen, besser. So, du ladest aus und kommst dann auch schön ins Depot. Ins Depot! So, da kaufen wir auch schon mal die Lok. Ja. Die Lok. Und dann noch ein Wagen. Linie zuweisen, Linie 1. Also wir erreichen auf jeden Fall eine höhere Geschwindigkeit. Ist ja deutlich zu sehen, muss man sagen. So, der ist voll, der lädt sich wahrscheinlich auch gleich voll hier. Aber der ist nicht ganz voll, 62, 61. Aber da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal einen guten Anfang geschaffen. Okay, wie viele Leute stehen da bitte? Okay, das ist zu viel. Das ist eindeutig zu viel. Okay, so eine Reihe ist ein 100, das sind 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ein Männchen bedeutet 10.
Ende?